Was geht ab, meine OZ-Fighter, OZ-Dee, und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video Nummer 61. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung dieser Woche. Letzte Woche wart ihr gefragt, Freunde. Jetzt gibt es die Auflösung dazu. Danke, dass ihr da mitgemacht habt. Die Kommentare dazu zu dem Team waren wirklich sehr gut. Ich habe mir ein paar rausgepickt und zwar wollten wir unserem Boy Albert Storm hier helfen an der Stelle. Man hat sich mehr oder weniger darauf geeinigt, dass man zum Beispiel EO Vegeta mit dem Tech Godko auf jeden Fall in einer Rotation lassen kann. Die teilen sich gute Link-Skills. Man hat auch erwähnt, eine schöne Alternative, zum Beispiel hier Super Saiyan Vegeta kann man auch mitnehmen, der ist auch nicht schlecht, aber der Goku macht da seinen Job, sage ich mal, gut. Ansonsten haben wir natürlich LS Super Saiyan 4 Vegeta, LS Super Saiyan 4 Vegeta und Goku. Super Saiyan 4 Vegeta und LS Super Saiyan 4 Goku, eine sehr schöne Rotation, die macht wirklich das meiste, also die ist wirklich sehr gut gedeckt. Viele haben sich darauf geeinigt, Supporter mit reinzuklatschen, bis zu 2, statt dem AGL Transforming Goku und dem Super Saiyan 3. Super Saiyan 3, sage ich. Und im Strength Margin Vegeta. Kann man auf jeden Fall machen. Wir hatten einen Paugus auf der Bank. Kann man reintun. Key plus zur Attack Nef. Plus 40% für die Pure Saiyans Charaktere. Nur rein damit, würde ich sagen, auf jeden Fall. Zum Beispiel für den AGL Super Saiyan Transforming Goku. Viele haben aber gemeint, aber der Paugus, der linkt sich nicht so gut mit dem Rest des Teams. Ist nicht schlimm, denn die Rotationen sind schon an sich sehr gut gedeckt. Und Paugus, was er machen soll, als Rotationscharakter ist ja zu supporten. Er linkt sich mit dem Mindesten, sage ich mal. Wenn man ihn rein und raus rotiert, passt das. Das ist ein Key plus 2 Attack mit 40%. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir hätten einen Super Saiyan 3 Goku GT als Supporter. Den könnte man auf jeden Fall auch nutzen. Warum nicht? Also im Endeffekt dann ein oder bis zu 2 Supporter statt mit dem Majin Vegeta oder AGL Transforming Goku. Bei dem Super Saiyan 3 Goku GT, da würde ich, wenn ich die Wahl hätte zwischen dem und Paugus, würde ich Paugus nehmen. Warum? Denn Super Saiyan 3 Goku GT würde für die eine Rotation mit dem vierfachen Vegeta und Goku nicht mehr hinzugeben, weil die haben Saiyan Joy, die haben Super Saiyan, die haben alles gedeckt. Angriffslinksel werden ja nicht doppelt getriggert, sondern Keylinksel wäre halt, was doppelt getriggert wäre für den Charakter in der Mitte, wären GT. Kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde aber Paugus dennoch bevorzugen. Aber man hätte auch zum Beispiel einen physisch Super Saiyan Goku, nicht Super Saiyan Goku, hätte man auch, aber einen physisch Super Saiyan Bardock, der, wenn man ihn erweckt, zum Beispiel hätte er noch Saiyan Pride für LS Super Saiyan 4 Vegeta an der Stelle. Ist auch ein Supporter, Key plus Attack plus 20% für jedermann. Aber ich sag noch zum Schluss ein letztes Wort dazu. Man sollte nicht unterschätzen, dass man da ein 100% Strength Margin Vegeta hat. Also ein Supporter würde es auch tun. Und wenn man den 100% Strength Margin Vegeta rein und raus sortiert, das macht seine Sache auf jeden Fall auch gut. Aber ihr habt da wirklich gut ausgeholfen. Vielen lieben Dank dafür. Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zum ersten Team. Das erste Team ist hier von Alessandro, lieben Dank fürs Einsenden. Und zwar schreibt uns Hashtag Team Ozu, das ist mein Goku Lineage Team. Ich habe meine Charakterliste von der Goku Lineage und Super AGL geschickt, falls es eine Verbesserung gibt. Alles klar. Sehr schön, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Sehr gut, warum Goku Lineage und AGL Charaktere, weil sie zu dem Leader Skill gehören. Und zwar, also Logo Goku Lineage. Karot gibt ja, oh, wir haben so ein Bild. Okay, dann machen wir das Ganze mal so, bam. Goku gibt ja den Goku Lineage Boost und den Super AGL Charakteren in diesem Setup gehören alle Charaktere zum Leader Skill 6 von 10 Punkten, also Max 7, Max Awake 8 von 10 Punkte. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich würde hier lieber Super Saiyan 3 Goku GT rausrotieren als Rotationscharakter nutzen und einen Partner für Super Saiyan 4 Goku nutzen und eventuell ändern wir auch die Rotation, weil ich gerne Elegorn auf jeden Fall nutzen würde in einer Rotation. Gucken wir uns die Charakterliste mal ganz kurz an, dann zeige ich euch, was ich mir da überlegt habe. Und zwar ist das Ganze dann im Endeffekt, das sind ja AGL-Charaktere wichtig, weil AGL-Charaktere kann man auch mitnehmen. Folgendermaßen aus. Sieht erstmal ein bisschen viel aus, aber ich erkläre das Ganze. Jedenfalls die erste Rotation halte ich hier mit LR Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta. Saiyan Rose vertreten, Super Saiyan 4 Battle, GT Prepare for Battle, ist eine sehr schöne Rotation. Das hier sieht erstmal richtig krass aus und viele Charaktere. Ich komme gleich darauf zurück zu sprechen, wir können Support-Charaktere mitnehmen als Rotationscharaktere, Super Saiyan 3 Goku GT beispielsweise. Du hättest einen LR Goku, kannst auch mitnehmen als Supporter, aber könntest auch dich für Bardock entscheiden. Der gibt quasi Key plus Attack plus 20%. Er wäre auch eine Option für einen Supporter, der linkt sich ein wenig besser mit dem ganzen Team. Super Saiyan Goku, sage ich. LR Goku jedoch kann auf bis zu 40% Attack und Death Boost kommen, glaube ich, so war es mit dem Boy. Und würde beides gehen, ich lasse die Wahl am besten mal dir selbst. Andere Sache ist, Elegorn will ich in der Rotation halten. Mit wem? Ich habe einfach mal viele Charaktere hingestellt, weil viele würden eigentlich funktionieren. Elegorn hat zum Glück ein gutes Link-Skill-Setup. Man könnte zum einen den Super AGL Charakter Super Saiyan Gogeta mitnehmen. Du könntest Tech Godku mitnehmen. Prepare for Battle in Super Saiyan 4's Battle. Hätte dann noch quasi durch die Passive, würde er für Rainbow Orbs sorgen für Elegorn. Elegorn an sich will ja Orbs einsammeln, also wäre es ein Bonus für ihn. Transforming Goku kannst du spielen. Feelings sind an der Stelle vertreten.
dann, also ab dem Super Saiyan 3 wird es ein bisschen kritisch, weil dann hat er für eine Runde kein Prepare for Battle, er verliert das, hat Over the Flash, das hat LR Gohan nicht, aber danach bekommt er Shocking Speed dazu, wenn es zu der Phase überhaupt kommt mit Tenkotsu und so und so fort, dann können sie sich auf jeden Fall immer noch weiterhin linken. Du kannst den Super Saiyan Goku GT mit ihm spielen, LR Bardock, wie LR Bardock wäre das Mindeste, aber wenn LR ist, wollte es auf jeden Fall mal hinklatschen. Wenn du dich für LR Bardock entscheidest, würde ich, warum habe ich ihn da hingetan, mich für physisch Super Saiyan Bardock entscheiden, weil er bringt dann für LR Gohan quasi zum Beispiel Super Saiyan 4 Battle. Und für Bardock, LR Bardock hätte den Saiyan Pride. Aber wird mich wahrscheinlich eher von einem der drei vorderen Charaktere entscheiden. Die Wahl liegt dann letztendlich bei dir. Würden alle wirklich funktionieren. Also Gott sei Dank gibt uns LR Gohan da die Möglichkeit und hat sehr gute Links gesetzt. Das wäre dann quasi meine Änderung für dieses Team. Und vielen lieben Dank für die Einsendung auf jeden Fall. Dann machen wir mal gekonnt weiter mit dem nächsten Team. Denn das nächste Team ist von SK The Lord. Hallo. Hallo. Also, Hedrick Team Osaru. Das ist mein Pure Saints Team und ich hätte gerne Verbesserungsvorschläge, was mein Team angeht. Ich möchte nur Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan 4 Vegeta im Team behalten. Den Rest kannst du verbessern und umstellen, wie du willst. Mach mal. PS, ich feiere deine Videos, denn man kann immer mitmachen bei deinen Streams auch mit Fiebern. Also, mach weiter so. Vielen lieben Dank, dass du immer dabei bist, mein Freund. Danke fürs Kompliment. Und dann gucken wir uns mal hier an der Stelle das Team von unserem Boy mal dezent an. Und zwar haben wir hier ein Pure Saints Team. Wie von ihm gesagt, alle Charaktere gehören zum Leader Skill. 6 von 10 Punkte, alle sind Max Level, Max Awake. Das sind sie auf jeden Fall. 8 von 10 Punkte. Diese Rotation ist godlike, sei es ein Pure Saints Team, sei Shadow Rank Team oder Heroes Team. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Die andere hätten wir EU Vegeta mit Super Saiyan Goku. Ich zeige euch mal ganz kurz die Charakterliste von. Oh mein Gott. Okay. Da sehe ich schon zwei Sachen, die müssen rein. LR Broly zu meinen und Thales. Auf jeden Fall, die klatschen wir rein. Und zwar habe ich dementsprechend auch schon einen Graph erstellt. Und das Ganze sieht folgendermaßen aus, Freunde. Thales ist nur ein Bonus, Freunde. Thales gibt jedem Team plus 3 Attack plus 40% und kann viel, viel mehr noch. Hat einen Debuff für die gegnerischen Superverbündeten, hat einen Debuff gegen die Supertype-Enemies und hat mit der Super-Attack noch eine Chance, den Gegner zu stunnen. Und er ist ein Dokkan-Festival. Das heißt, seine Werte sind an sich übel gut. Er selbst macht gut Schaden, ist individuell stark. Zum Beispiel, wir haben auf der anderen Seite Paragus. Er gibt ja Ki plus 2 Attack mit 40%. Diese Thales gibt nur auf den Angriff 40%. Also könnte man meinen, Paragus hat einen kleinen Vorteil, weil er noch 40% für die Verteidigung gibt. Zwar ein Ki weniger, aber als Karte selbst ist Paragus schlechter, weil Thales ist ein Dokkan-Festival-Charakter. Der ist übertrieben gut. Deswegen packen wir Thales auf jeden Fall bitte rein. Haben zwei sehr, 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 sehr schöne Supporter, die, wie gesagt, Thales Ki plus 3 Attack plus 40 gibt und Paragus Ki plus 2 Attack mit 40%. Für diese zwei Rotationen ist es einfach nur godlike, wenn man sowas mitnimmt, weil wir haben LR in den Rotationen. Zumal diese Rotation sich sehr so oder so 1A linkt. Aber diese Rotation könnte auf jeden Fall noch Ki vertragen. Zum Beispiel LR Broly mit EU Vegeta. Es scheint so, als würde es wäre das Mindeste gedeckt, aber das ist. Das ist ausreichend. Wir haben Prepare for Battle, Fierce Battle, Super Saiyan. Das ist uns auch wirklich sehr, sehr gut, würde ich nicht unterschätzen. Das wäre quasi die Änderung, die ich machen würde. Und da habe ich auch den Genkidama Goku jetzt rausklatscht in Free-to-Play. Ich weiß nicht, wie viel an dir liegt. Aber wenn du für zwei Supporter auf ihn verzichten könntest, dann würde ich das schon so machen. Wenn nicht, kannst du ihn reintun auf jeden Fall. Aber dann würde ich Thales für Paragus reintun. Alright. Kommen wir zum nächsten Team von Hazit Gio und zwar gucken wir uns das Ganze mal an. Hashtag Team Osaru, mein Movie Heroes Team Fusion Team. Liebe Grüße gehen raus auch an dich, mein Boy. Und zwar, ey, da guck ich ne. Und zwar frage ich mich gerade, also beim dritten Bild kann ich einfach nicht nach weiter rechts scrollen. Das ist seit letzter Zeit so. Ich weiß, warum das so ist. Muss quasi dann immer kurz resetten. Deswegen habt ihr kurz im Hintergrund Gine gesehen. Ist mein Desktop-Hintergrund mit Bardock zusammen. Wollt ihr das mal sehen? Ganz kurz, Freunde. Bam. Weil ich jetzt ganz kurz zeigen darf, richtig geil aus dem Movie. Und auf meinem zweiten Monitor habe ich quasi Kakarot, wie der in der Kapsel ist und dann hochschaut. Ey, ist schon cool auf jeden Fall. Kurz abgeschweift, wir kommen wieder zurück. Und zwar haben wir hier folgendes Team von unserem Boy. Alle Charaktere gönnen Leader Skill an. 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awake. Ja, oh, warte mal, das ist ein sehr schönes Team. Das ist ein sehr, sehr schönes Team. Wir können Super Saiyan Goethe halten mit LR Goethe in einer Rotation. Den EZ mit LR Super Saiyan 3 Goku in der Rotation. Wichtig hier, Over the Flash für Goku. Richtig gut, Super Saiyan. Das gefällt mir auf jeden Fall. Hat LR Super Saiyan Golden Warrior? Könnte sein, könnte mich irren. Wir gucken, ich guck mal gleich nach auf jeden Fall. LR Great Saiyan als Supporter, Super Saiyan 4 Gogeta als Rotationscharakter. Das gefällt mir auf jeden Fall an der Stelle. Aber, wenn wir uns die Charakterliste jetzt mal hier ansehen, dann, um ehrlich zu sein, finde ich das Team schon wirklich relativ sehr, sehr gut.
Das wäre für mich auf jeden Fall, dass du aus deiner Charakterliste das Richtige gemacht hast. 9 von 10 Punkten. Und ich würde den eurem Klammern auf jeden Fall auch 10 von 10 geben, weil das Setup ist wirklich sehr, sehr gut in Goetas Team. Warum in Klammern? Man könnte sich drüber streiten, ob man Tech Godgu mitnehmen möchte wegen den Rainbow Orbs für, also statt 4 von Goeta, sag ich mal, wegen den Rainbow Orbs für Strength Goeta oder Ella Goeta. Aber meiner Meinung nach muss das nicht unbedingt sein, aber wäre ein Diskussionsthema. Deswegen sage ich mal in Klammern 10 von 10 Punkten, aber die 10 von 10 hast du auf jeden Fall verdient. Also bei allem Respekt, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Movie Rose Team. Das hat mir sehr gefallen, sehr cool. Sehr coole Einsendung und so viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier noch, glaube ich, zu aller guter Letzt die Frage an euch. Ne, wir haben noch ein Team anstatt. Okay, let's go. Noch ein Team gegen Ende. Und so haben wir hier ein die Einsendung von Nam. Hashtag Team Osoru, könntest du mir vielleicht was ausbessern an meinem Dream of Gods Team? Alles klar, gucken wir gleich mal rein, mein Boy, wenn ich das Ganze hier mal bam kurz ändern dürfte. Und zwar, zack, haben wir hier dann an der Stelle das Dream of Gods Team. Sieht auf dem ersten Anblick schon mal sehr gut aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. Nicht wundern, warum ich so ein bisschen ja, nebenbei irgendwas mache, weil ich gucke ganz kurz nach. Ich hoffe, das stört niemanden. Ob der LS Super Saiyan Goku Golden Warrior Head hatte? Ne, hat er nicht. Okay, tatsächlich. Er hat, ja, logischerweise, keine Ahnung, warum ich gedacht habe, dass er einen Golden Warrior hat. Aber kann man stark annehmen, ja. Manchmal vergisst man so links, dann hat man die App und guckt einfach nach. Alles gut! Falls das jemand gefragt hat. Gut! Letztes Mal wieder mit voller Konzentration da. Wir haben hier ein Dream of Gods Team. 6 von 10 Punkte. Alle Charaktere sind gehören dem Leader-Skill an. Alle sind Max Level, Max Awake. 8 von 10 Punkte für unseren Boy. Sehr schön, sehr schön. Sieht gut aus. Wir haben jetzt zwar Elebirus noch. Ich sag mal folgendes. Elebirus seine Zeit. Also Elebirus kommt auf jeden Fall in Dream of Gods Team spielen. So ist nicht. Elebirus seine Zeit wird noch kommen, wenn dieser Tech-Virus ein Ise hat. Dann die Rotation mit Tech-Virus und Elebirus, die ist brutal. Die könnt ihr wirklich auch spielen. So ist nicht. Sei es im Dream of Gods, Movie Boss, tralala. Wirklich, das wird wirklich sehr schön. Jetzt ist halt die Sache so, der macht seinen Job aktuell nicht so gut. Man kommt, wir sind auf Globe, ja. Man kommt in das Izei, nun uns fehlt noch Super Saiyan 3, wie geht das Izei, den von Virus und dann von Janemba. Ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, so wie es auf JP kam, könnte aber sein, dass eins vorgeschoben wird. 3 Izeis auf Global fehlen jedoch noch. Deswegen, wir haben halt zwar auch ein Ele Vegito Blue, aber ich komme gleich darauf zurück zu sprechen, der ist auf 100%, ich weiß nicht, wie viele Dupes er hat, aber ich würde den Vegito Blue spielen, Tech Vegito Blue. Warum? Ganz einfach, Freunde. Gönnt euch jetzt diese Rotation. Super Saiyan Gogeta mit Vegito Blue, die Rotation ist so geil. Wir haben Fuse Fighter, wir haben Over the Flash, wir haben Super Saiyan, Fierce Battle. Wenn Super Saiyan Gogeta sich transformiert zu Gogeta Blue, kommt noch Warrior Gods hinzu. Und die zwei Charaktere sind eines der mächtigsten Terror-Charaktere im Spiel. Die Rotation gefällt mir sehr gut. Die andere AG Rosé mit Ella Goku Black, auch sehr gute Rotation. Was wir aber ändern ist, also Logo, Ui Goku tun wir rein raus sortieren. Was zu ändern ist den Kalten Goku Blue, da würde ich gerne einen Supporter sehen. Wir klatschen da Topo rein, nur rein mit den Attacken. 35% für jedermann sollte das sein. Topo macht da seinen Job wirklich sehr, sehr gut. Das wäre die eine Änderung, die ich machen würde. Und die Rotation, die ich gesagt habe, die kannst du auf jeden Fall so spielen. Das ist eine sehr schöne Rotation. Und zum Schluss, Freunde, seid ihr wieder gefragt. Ich zeige euch jetzt quasi die Anfrage wie im letzten Video von Jotik Joester Kaleon. Und zwar schreibt uns Hashtag Team Osoru. Ich glaube, viel hat man dazu nicht zu sagen. Ich glaube schon, dass wir dazu was zu sagen haben, mein Boy. Und zwar, Freunde, wie gesagt, seid ihr gefragt, wie viele Punkte gibt ihr diesem Team von unserem Boy? Was würdet ihr an diesem Team ändern? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und dann schauen wir uns das Ganze im nächsten Team Rating Video in der Auflösung wie von dem von heute an. Am Anfang. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Eine Liste fehlt noch, glaube ich. Nee, okay, das war alles richtig. Dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.